an Oberinspektor Ludger Weitelsmann und ich. Markus Schaff ist mein Name aus dem Team der Unternehmenskommunikation. Wir werden Ihnen in den nächsten rund 90 Minuten einige Informationen zu dem, was hier hinter uns in unserem Rücken gleich alles passieren wird. Wir haben eine absolute Premiere. Wir haben unsere neue Transformationsanlage, die ist fertiggestellt. Zum Vergleichen, die werden wir jetzt in Betrieb nehmen. Wir haben schon jede Menge Ausbilderschulungen dran durchgeführt und werden dann halt demnächst in den Regelübungsbetrieb gehen. Aber heute haben wir diese Anlage genutzt oder nutzen die jetzt für die unsere Flugunfallübung. Sie sehen, wir haben ja unseren Flieger, dann sehen wir ein Muster stehen, was passiert. Offizielle Startschuss zur Übung Uniform 2023. Doch, Luca, was passiert jetzt? Ja, wir sehen, wir haben jetzt das Ereignis beginnt, die Übung beginnt. Wir haben eine Rauchentwicklung am rechten Fahrwerk. Jetzt gibt es der Tower, ist da der, der als erstes mitbekommt. Er wird jetzt die Feuerwehr alarmieren. Unsere Kollegen alarmiert, die werden von der Nordwache aus hierhin ausrücken. Gemäß gesetzlicher Vorgaben müssen wir in aller spätestens 3 Minuten hier vor Ort sein. In erstrebenswerter Weise 2, maximal 3 Minuten, so ist die genaue Formulierung. Die Fahrzeuge, die wir haben, sind alle ausgerüstet mit Schnellstarteinrichtung. Die Einsatzkleidung der Kollegen liegt auf den Fahrzeugen. Das heißt, man braucht hinten nur einen Knopf drücken, dann gehen die Türen auf, Blaulicht geht schon an. Die Hallentore gehen auch automatisch bei einer Flugzeugalarmierung auf, sodass man sofort aufs Fahrzeug springen kann und ausrücken kann, um die Eingreifzeit so gering wie möglich zu halten. Die Alarmierung ist erfolgt. Also der Funktionär sagt, er hat auch schon die Sirenen gehört und dann nähern sich auch schon die ersten Einsatzfahrzeuge. Genau, wenn ich jetzt hier mal ein bisschen Platz mache, da vorne für den Platz freizuhalten, an der Zufahrt. So, zu einem Verbund von Flugfeldlöschfahrzeugen gehören immer bei uns 3 Fahrzeuge. Das sind die Fahrzeuge, die die erforderlichen Löschmittelmengen in unserer Kategorie mitführen. Ne, in der Kategorie 10 von Großraumfliegern brauchen wir 32.300 Liter Löschmittelmenge. So, die Kollegen fahren jetzt an nach einer gewissen Standard-Einsatzregel. Das Wichtigste dabei ist, dass man mit dem Wind ankehrt, weil bei einem echten Kerosinbrand ist die Rauchwolke sehr dicht und schwarz, sodass man absolut nicht gegen den Wind anfahren darf. Ja, die Fahrzeuge fangen so an. Das mittlere Fahrzeug hat die Aufgabe, den Rumpf zu schützen. Ja, das höchste Gut, also das Menschenleben im Flugzeug, muss geschützt werden. Dementsprechend macht das das erste Fahrzeug. Die weiteren Fahrzeuge sehen in dem Fall auf der linken Seite die direkte Brandbekämpfung. Und wie man sehen kann, das Fahrzeug auf der rechten Seite schützt ihre Kontrollseite. Das ist jetzt erstmal eine etwas passive Haltung, weil das ist unsere ausgewiesene Fluchtwegseite und die muss geschützt werden. Das ist das nächste Fahrzeug. Ja. Jetzt sehen wir schon auf der anderen Seite unsere COM2 HLFs. Das sind die sogenannte Rettungskomponente und unsere Rettungstreppe, weil wir müssen uns ja Zugriff zum Flugzeug verschaffen.
Die Treppe, die wir vorne am ersten Ausgang links sehen, soll eine Notrutsche darstellen. Ja, das heißt also, damit wir nicht drüber angreifen. Wir haben jetzt verschiedene Trupps zur Verfügung. Es werden Abschnitte gebildet. Ein Abschnitt ist Menschenrettung im Flugzeug, weil wir da natürlich Verletzte erwarten, weil der Bus dagegen geknallt ist. Und der zweite Abschnitt ist Menschenrettung im Bus, weil da sind natürlich auch jede Menge Verletzte zu erwarten, weil der halt natürlich auch in das Flugzeug gefahren ist. Der Kollege mit der gelben Weste ist zuerst unser Einsatzleiter. Der hat die einzelnen Einheiten halt befehlt, was da zu tun ist und wer wo eingeteilt wird. So, dann sehen wir schon unverletzte Passagiere, verlassen das Flugzeug. Unsere Kollegen haben jetzt auch die Aufgabe, in das Flugzeug hervorzudringen, sich einen Überblick zu verschaffen im Flugzeug. Gibt es da Verletzte überhaupt, gar keine Verletzte oder viele Verletzte? Ne? Und daran entscheidet sich auch, wie viele Einsatzkräfte ins Flugzeug geschickt werden, um dort Menschenrettung zu betreiben. Das gleiche gilt für den Bus. Gut, da vielleicht eine Frage, die Alarmierung, die Berufsfeuerwehr. Genau, die Berufsfeuerwehr wird noch nicht tätig, weil wie im Ernstfall, wenn wir die erst circa 8 Minuten nach Ereignis hier erwarten, die werden natürlich jetzt schon alarmiert, aber die kommen ja aus der Stadt, respektive Wache 5, die ist ziemlich nah am Flughafen, aber trotzdem können wir damit davon ausgehen, dass sie sich schon gut halten und das ganze Geschehen rund um die Verletzten. Die Hälfte überlebt, die Hälfte sind gestorben und neben dem Flugfeld war ein Maisfeld mit 2,50 Meter hohem Mais und da sind tatsächlich einige Leute ins Maisfeld gelaufen, weil die natürlich total verwirrt waren aufgrund des Ereignisses und die hat man stundenlang später wieder gefunden. Ja, und, so. Und halt dieses irrationale Verhalten, gerade von Personen in einer derartigen Situation, muss man im Auge behalten. Noch mal eine Frage für die Leute, die jetzt so tatsächlich immer noch nicht mehr im Feuerwehr-Business tätig sind. Wie sind die angemessen? Da gibt es nach Funktionen. Jedes Löschfahrzeug hat einen Gruppenführer und der ist dann zuständig für den Einsatz seiner Kollegen. Dann haben wir noch eine spezielle Funktion der Atemschutzüberwachung. Das sind die Kollegen, die halt die Kollegen überwachen, die mit Atemschutzgeräten vorgehen, ob jetzt Bus oder Flieger, ja, weil die müssen von außen überwacht werden.
Ja, gerade eben kam noch mal über unsere Zuschauer auf dem Instagram-Kanal die Frage, ob denn die Einsatzfähigkeit, Ludger, für den Realbetrieb, ob die gewährleistet ist. Ja, wir haben eine komplette doppelte Besatzung hier, das heißt... Für die Übung, für die 4 Stunden. So, im Hintergrund sehen wir gerade, dass die unverletzten Passagiere des Flugzeugs anscheinend die Maschine schon mal verlassen dürfen. Genau. Unverletzte verlassen nach wie vor den Flieger. Da können auch leicht Verletzte mit bei sein. Alles, was gehfähig ist, verlässt den Flieger. Alles, was nicht gehfähig ist, müssen wir im Endeffekt dann rausholen. Ja, aber da ist die Lage halt sehr dynamisch. Was verbirgt sich dahinter? Was ist der Sinn des Ganzen? Ja, ein Repetriersystem wird von der Verkehrsleitung ausgelöst. Das bedeutet, dass im Hintergrund ein Krisenstab einberufen wird. Weil jedes Ereignis dieser Art bedeutet eine Beeinträchtigung der Betriebsfähigkeit des Flughafens und deswegen wird ein Krisenstab einberufen, damit der normale Flugverkehr so schnell wie möglich wiederhergestellt wird. Und der Flieger auch, das können wir alles ertragen und vor allem, wie die Verletzten sind. Also der Pilot ist für mich ein guter Erkunder als Einsatzleiter, was im Flugzeug stattfindet. Und genauso bin ich ein guter Erkunder für den Piloten, was außen am Flugzeug stattfindet. Gerade im Bereich von Fahrwerkbrennen, das bekommt er gar nicht mit. Also dieser sogenannte Pilotenpunkt ist auf jeden Fall eine sinnvolle Einrichtung. Ja, das haben wir lange getestet, über viele Jahre, und ist fest eingeführt worden. Und wir bieten das auch in englischer Sprache an. Müssen wir sogar seit 2018. Alle Flughäfen in Deutschland ziehen da mit, und das hat sich wirklich als eine sehr gute Einrichtung bewährt. So, dann wurde uns hier gerade noch über die Sozialmedien die Frage gestellt, was denn passiert, wenn wer dieser tatsächlich verletzt steht. Ja, und der Einsatzleiter kann auch alle erreichen, um eine Übung auch abzubrechen, wenn es dann erforderlich ist und irgendwas misslingt. Wieder ein Verletzter rausgetragen wird, das ist sehr viel Arbeit für uns, sieht aber erstmal so ein bisschen entspannt für sie aus und um unsere Kollegen beim Vorgehen zu schützen. Aber es findet noch jede Menge statt. Der ganze Betrieb in der Patientenablage, die von uns relativ weit weg ist, vor allem wenn die Berufsfeuerwehr gleich kommt, wird sich da sehr viel tun. Notarztung vornehmen nach Verletzten. Da haben wir folgende Kategorien. Wir haben halt rot, sind halt Schwerstverletzte mit lebensbedrohlichen Verletzungen, gelb schwer verletzt und grün leicht. Weiß man ganz genau, da sind die Ärzte absolut überlastet, während andere Krankenhäuser, die etwas weiter weg sind, dann vielleicht keine Patienten bekommen. Teilen die Krankenhäuser regelmäßig mit, wie viele Aufnahmekapazitäten sie haben. Und für jede Krankenhausplatz.
mal, die Brille sind gelöscht, deswegen werden wir jetzt auf die Instagram den Stream auch gleich sehen. Wir sagen nochmal ganz herzlichen Dank an alle, die zugeschaut haben. Dass der Lots auf einmal nicht da war, um die Kollegen hier hinzulotsen. Also haben wir schon einen Mangelpunkt entdeckt in der Kommunikation der Übung. Halt verletzt. Gilt natürlich auch für den Bus, nicht nur für das Flugzeug. Genau,
die Busse bringen die Unverletzten zu dem Gate jetzt gleich. Nach ihrer Registrierung. Sodass wir dann in der Patientenablage wirklich nur die Verletzten haben, um die wir uns zu kümmern haben. Eine gewisse Erstversorgung läuft natürlich schon durch unsere Kollegen. Deswegen haben wir ja auch zwei Rettungswagen da vor Ort. Wenn man eine jetzt eine starke Blutung hat, die gestillt werden muss, das wird dann auch schon gemacht. Dann natürlich. Es ist nicht so, dass nur weil die Berufsfeuerwehr halt bis dato noch nicht da war, man da untätig war. Ja, vielleicht ein Wort noch zu unseren Flugfeldlöschfahrzeugen, die wir hier vorne sehen. Hier beispielsweise dieses FLF-8, was wir hier haben, ne, eins der modernsten Fahrzeuge. Die Fahrzeuge haben 12.500 Liter Wasserkapazität, 1.500 Liter Schaumbildner, was dem Wasser zugemischt wird, um in Verbindung mit Luft dann halt einen Schaum zu erzeugen, der allerdings nicht von Schaum wegfliegen. Das ist ein richtiger Schwerschaum, der richtig wässrig ist, mit dem man auch eine hohe Wurfweite erzielen kann. Wichtig ist halt nur, dass der Schaum in der Lage ist, austretendes, brennendes Kerosin, was bei einem größeren Flugzeugunglück fast immer zu erwarten ist, abzudecken, ja, den Luftsauerstoff vom brennbaren Stoff zu trennen. Und dementsprechend ist das ein richtig schwerer Schaum, der auch an einem Flugzeugrumpf haftet, da kühlend wirkt und auch isolierend wirkt. Ne? Dazu gibt es noch 250 Kilo Pulver. Löschpulver mit einer schlagkräftigen Löschwirkung, somit haben wir zwei verschiedene Löschmittel auf den Fahrzeugen. Die Fahrzeuge wiegen ungefähr 45 Tonnen, wenn sie mit Wasser voll beladen sind und erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 145 Stundenkilometer bei ca. 1300 PS. Angerufen wurde, der aber von dir dann natürlich im Hintergrund arbeitet. Ludger, wer sitzt denn genau im Krisenstab und was passiert dort? Wie haben wir uns das vorzustellen? Ja, ich habe ja eben schon gesagt, im Krisenstab, da sind, die Mitglieder sind dafür da, damit möglichst schnell der Normalzustand des Flughafens wiederhergestellt wird. Und dementsprechend sind von allen wichtigen Abteilungen des Flughafens halt jeweils eine Person da vor Ort. Da ist die Pressestelle, dann gibt es einen Krisenstabsleiter, es gibt die Werkstatt mit involviert, die Feuerwehr ist mit involviert und wenn Fluggesellschaften beteiligt sind, auch Vertreter von Fluggesellschaften oder von ihren Abfertigern, je nachdem. Also es gibt einen Kernkrisenstab mit Mitgliedern vom Flughafen und es gibt einen erweiterten Krisenstab halt mit weiteren Erforderungen. Aber gut, mittlerweile, das Flugzeug ist evakuiert, die Patienten sind alle erfasst, sind auch an der Patientenablage. Rutger, Berufsfeuerwehr, Zukunft, da was lernen kann, dann entsprechend auch berücksichtigt zu werden. Genau, es wird eine erste Nachbesprechung heute Nachmittag schon geben mit ersten Erkenntnissen und natürlich werden dann die ganzen Beobachtungen der externen Beobachter zusammengetragen und dann wird man noch ein paar Wochen später eine weitere Besprechung haben, wo alle Informationen zur Übung vorliegen, die am Ende entgegengehen. Dürfen wir uns an der Stelle schon mal ganz herzlich für Ihr Interesse und Ihr Kommen bedanken und dass Sie uns Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben und auch zwischendurch so viele Fragen gestellt haben. Also vielen Dank nochmal an der Stelle von mir. Ja, ich darf mich auch verabschieden. Danke für die Aufmerksamkeit. Mein Name ist Ludger Beitelsmann, ich bin Einsatzleiter vom Dienst und Leiter Einsatzplanung Flugzeugbrandschutz bei der Flughafenfeuerwehr. Ja, gehört wurde diesmal ein Szenario, wo ein Flugzeug aufgrund eines Reifenplatzes von der Bahn abgekommen ist, gegen einen Bus gefahren ist, der auf der Rollfeld-Ringstraße fuhr. Der Bus wurde herumgeschleudert und somit gab es Verletzte im Flugzeug und im Bus und parallel brannte das Triebwerk.
und das Fahrwerk. Ja, man kann schon sagen, wir haben eine gewisse Standardeinsatzregel bei Vorgehensweise an Flugzeugen. Die greift auch genau bei einem derartigen Szenario. Das heißt, das erste eintreffende Großfahrzeug hat erstmal den Rumpf geschützt. Ja, das höchste Gut, das Menschenleben im Flugzeug muss geschützt werden und dementsprechend vor Wärmestrahlung geschützt werden. Das ist Aufgabe des ersten Fahrzeugs. Das zweite hat dann sofort die Brandbekämpfung übernommen, kam ja nur ein paar Sekunden später. Dritte Fahrzeug hat dann auf der Evakuierungsseite, also auf der anderen Seite, in dem Fall der linken Seite des Flugzeugs, Aufstellung genommen und hat die Evakuierungsseite geschützt. Parallel haben die Kollegen dann mit ihren HLFs einen Angriff bzw. Abschnitte gebildet, Menschenrettung im Bus und Menschenrettung im Flugzeug. Die ganz genaue Zahl weiß ich nicht, weil ich weiß nicht, wie viele Statisten wir hatten, aber ich sag mal so, um die 65 Leute waren insgesamt betroffen. Die öffentliche Feuerwehr, in dem Fall natürlich Feuerwehr Düsseldorf, ist ja unser direkter Kooperationspartner, da wir ja mit unserem Flughafen zu 100% im Stadtgebiet von Düsseldorf uns befinden. Die Feuerwehr Düsseldorf hat selber ihren Fokus auf die Patientenablage gelegt, die ja jetzt auch noch betrieben wird, haben also nicht teilgenommen, diesmal an der Menschenrettung im Flugzeug und Bus, sondern betreibt halt qualitativ mit ihrem MAN4-Plus-Konzept die Patientenablage. Wir haben natürlich immer erst ein gesichertes Ergebnis einige Wochen später, nachdem auch von allen externen Fachbeobachtern die Einschätzung zu uns zurückgekommen ist. Aber eine erste Nachbesprechung wird es schon heute Nachmittag geben. Aus meiner Sicht hier, aus der Entfernung, kann ich schon mal sehen, dass zumindest die Jungs von der Flughafenfeuerwehr ganz gut gearbeitet haben. Die sind nach unseren Standardeinsatzregeln richtig angefahren, haben die richtigen Maßnahmen eingeleitet zur Menschenrettung in Bus und Flugzeug und somit für mich erstmal vorsichtig ein positives Fazit. Man kann vom Dreivierteljahr ausgehen, das fängt an mit der Terminfindung, weil die Berufsfeuerwehr mitspielt, muss es auch in deren Terminplan passen. Dann die ganzen Kleinigkeiten, die vorbereitet werden müssen, das macht allerdings unsere Abteilung Notfallmanagement. Wir als Feuerwehr unterstützen aber tatkräftig.